noch mehr! Jetzt hier! Jetzt, es bricht alles ein! Können Sie noch höher? Und ich so, nein. Und dann irgendwann um 11 Uhr war nichts mehr. Tot. Und dann machst du natürlich riesen Sorgen. Und dann mittwochs waren die ersten Telefonate. Mittags sagten sie Hochwasser und ja, halt hier eine A kennt man das, dann macht man sich nicht allzu viel Sorgen. Das halt, gehört einfach dabei, wenn du am Fluss wohnst. Die Feuerwehr kam ja und hatte uns vorher schon vorgewarnt. Also wir würden einen Meter mehr kriegen als 2016. Ja, war ja zu dem Zeitpunkt noch ganz normal im Flussbett, ein bisschen höher wie normal. Und so ab 17 Uhr wurde die Sache ein bisschen spannender. Und dann rief mich irgendwann der Christian von hier an und sagte, ja, die A, die setzt jetzt über den Bahndamm über, sie läuft in den Hof. Und zwei Minuten später rief er an und sagte, es hat keinen Zweck mehr, sie würden das Weinhaus jetzt verlassen und haben dann das Haus sich selber überlassen. Ich saß im Keller und habe den Keller ausgepumpt und irgendwann schrie Heiko nur noch, wir haben verloren, komm raus, komm hoch. Sonst säufst du mir da unten drin ab, das Wasser kommt so schnell. Ich kam um 8 von der Arbeit. Die A war schon was höher, das kennen wir ja hier. 2016, da war es ja schon relativ hoch. Es kam aber nichts bis hier. So, dann wurde es aber irgendwann so ab 21 Uhr ein bisschen nervöser und drei Feuerwehrmänner liefen hier rum und haben geschrien, Autos wegfahren. So, und Sandsäcke holen. 3 Sandsack pro Haushalt. Ich selbst habe noch Hilfeleistungen erbracht und koordiniert, aber alles für die Katz, weil Sandsäcke, die haben gar nichts mehr gebracht. Und dann fuhr krass immer mehr Katastrophenmeldungen von Schuld, von der ganzen Oberaar, dass da langsam die Orte absaufen. Und da machst du natürlich riesen Sorgen. So Leute, das hat die Welt noch nicht gesehen. Ich gehe gerade auf der Hauptstraße. Ich will noch den Bus retten. Ich stehe hier knietief im Wasser. Es läuft alles voll. Katastrophe. Mein Auto säuft ab. Ja, und soll noch bis zur Fensterbank gehen, habe ich gehört. Es ging rasend schnell. Also wir haben hier nur unten alles zusammengeranscht, haben noch gesagt, okay, wir nehmen den Fernseher mit nach oben. Solange wie du noch irgendwie weg kannst, glaube ich, war die richtige Entscheidung zu sagen, hier, lass es absaufen, das Leben ist irgendwo wichtiger. Hier kommen Autos vorbeigeschwommen, ja? Da, das Auto von meinem Nachbarn. Das Auto von meinem Nachbarn schwimmt hier vorbei. Das Wasser stieg und stieg und es hörte nicht auf. Und wie wir oben im zweiten OG nur noch 6 Stufen hatten, habe ich die Feuerwehr angerufen. Und die haben dann zu mir gesagt, können Sie noch höher? Und ich so, nein, wir sind schon oben. Dann sagt er ja. Okay, ich geb's weiter. Und da hatte ich dann richtig Angst, weil mein Mann kann nicht schwimmen. Und wir haben die beiden Hunde dabei und keine Mutter möchte ihr Kind ertrinken sehen. Da habe ich richtig Angst gehabt. Lieber Gott im Himmel, lieber Gott im Himmel. Da habe ich auch von meinem Haus kein Auto weggefahren, weil ich dachte, zu mir, ich wohne etwas höher, da kann kein Wasser hinkommen. Wo soll es denn herkommen? Und dann stand nachher in meinem Haus sozusagen, also von der Straße aus gesehen, fast 4 Meter das Wasser. Unbegreiflich. Bis man dann irgendwann gesehen hat, man konnte es ja an der Tapete dann schön sehen, dass der Spiegel anfing, wieder runterzugehen. Es hat dann gedauert bis zum nächsten Tag, 18 Uhr, also donnerstags, bis die uns rausgeholt haben. So, der nächste Tag, 17 Uhr. Mittlerweile ist man ein bisschen gefasst. Hat den ersten Schock überwunden. Die Luftrettung läuft hier ununterbrochen mit mehreren Hubschraubern, bestimmt 5-6 Stück. Da unten ist die Bundeswehr und rettet die alten Leute mit dem Boot. Alle, die es nötig haben oder verlassen wollen, werden evakuiert mit Booten. Das war schon unglaublich. Also diese Angstgefühle, die du hattest, diese Sorge. Ja, da ist dir Taus scheißegal. War schon schlimm. Aber es hat alles gut gegangen. Ich glaube, das hätten sie vorher, 3 Tage vorher sagen können, das hätte jeder gedacht, ja, ja, klar, wir haben hier 6 Meter Wasser auf der Straße stehen. Wo soll das herkommen? Das hätte ja keiner geglaubt.